So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich meinen Lenker umbaue und welche neuen Griffe dran kommen. So, dazu muss ich sagen, wie ihr sehen könnt, das ist nicht mehr der Originallenker. Ich habe eigentlich schon den Lenker verbaut gehabt. Das Problem ist, hier die obere Scheibe von meinem Windschild, wie ihr sehen könnt, das stößt hier schon fast auf das Windschild. Das heißt, wenn ich die Scheibe dran mache, geht es nicht wegen dem Kabel hier und wegen dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Ne? Jetzt gibt es aber von diesem Lenker hier denselben nochmal mit Pullback, also sprich nach hinten geneigt. Und das sieht dann ungefähr so aus. Und damit erhoffe ich mir eben, dass das Ganze dann doch passt. Ne? Also ja. Und deswegen muss ich den ganzen Lenkerumbau nochmal machen. Und ich sage euch, das war beim ersten Mal kein Spaß. Dieses Mal wird es wahrscheinlich auch kein Spaß. Aber durch meine Erfahrung vom ersten Mal denke ich, dass es diesmal besser klappen wird. Also ich nehme euch mit beim Umbau und dann würde ich sagen, gehen wir direkt los. So Leute, ich habe damit angefangen, als erstes den Sitz runterzunehmen. Denn hier haben wir das Jekyll & Hyde Kabel. Das müssen wir einmal hier entfernen. Dann lösen wir alle Kabelbinder hier. Ne? Guckt ja nicht, dass ich so routiniert dran gehe. Das liegt einfach daran, dass ich quasi vor einer guten Woche den Lenker schon einmal gewechselt habe. So, dann ist das schon mal locker. So, danach müssen wir hier den Tank lockern. So, wenn wir das gemacht haben, die Unterlegscheibe nicht verlieren. Hier drüben ist auch eine Unterlegscheibe, nicht verlieren. Am besten gleich wieder so zusammentun und zur Seite legen. So, dasselbe machen wir auch vorne. Hier müsst ihr nur aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen mit dem Werkzeug an den Tank klatscht. Oder ihr macht es anständig und denkt den Tank ab. Aber Limit am Leben am Limit, wollte ich sagen. So, die Mutter. Unterlegscheibe. Und dasselbe wie vorhin auch. Direkt zumachen, absichern und dann habt ihr das Teil schon sicher. Vielleicht könnt ihr es sehen, da kommt schon das Jekyll & Hyde Kabel unterm Tank raus da. Ja, man sieht's. So, und jetzt hebe ich den Tank mal hier ein bisschen an. Ziehe den Kabel hier schon mal durch die Unterführung, sage ich jetzt mal, so wie er verlegt wurde. Und dann wird der Tank hier leicht angehoben. Und dann bin ich in der Lage, ich hoffe, ihr könnt sehen, das Kabel komplett einmal so, und hier haben wir dann das Jekyll & Hyde Kabel. Das hätten wir schon mal lose. So, jetzt kommt der fummelige Teil. Ich mache mal hier das Memphis-Schild ab. Dann machen wir da ein bisschen mehr Raum zum Arbeiten. So. Und zwar müssen wir hier diese Gummiabdeckung abziehen. Die hält theoretisch gesehen das Wasser draußen. Und dann haben wir hier alle Kabel lose. Ne? Ach, was wir auch noch machen können ist, dass wir gerade genau hier unten die
Kupplung auch lockern und dazu, ich hoffe ihr könnt sehen, hier ist so ein roter Stift, den ziehen wir raus, ziehen oben die Kupplung und dann stecken wir hier das wieder rein. Das sorgt dafür, dass das hier oben jetzt locker ist. So, wenn wir das gemacht haben, dann holen wir mal hier Kabel für Kabel hier raus. So, die Blinkerkabel lasse ich mal noch drin, weil die Blinkerkabel waren die bei mir, die wirklich sagen wir mal, engsten waren. Also am kürzesten waren, so rum. So, das hier, das ganz lange Kabel, ist Armaturkabel links. Das kann man schon rausziehen, das weiß ich noch, weil als ich es montiert habe, habe ich mich noch gefragt, wo ich das ganze Kabel unterbringen soll. So, dann ziehen wir den Stecker hier. Das ist das vom Armatur rechts, glaube ich. Also der Teil ist wirklich selbsterklärend. Hier die Stecker rausziehen. Da sind dann immer so Pins, die man eindrücken muss. Also im Grunde wirklich sehr simpel. So, das hier war Gas, das hier war die Armatur rechts, das hier war Tempomat und so. Dann haben wir hier noch ein Kabel. Das hier ist der Scheinwerfer. Bam, auch ab. So, dann haben wir hier, das dürfte das für ABS und so sein. Das verläuft nämlich runter zur Bremse. Dann müssen wir hier oben unten reindrücken. Oder? Ne, hier reindrücken und bam, ist es lose. So, jetzt haben wir nur noch die zwei Blinkerkabel. Die werde ich nicht lösen, denn die Kabel sind hier mehrfach gelötet. Mehrfach gelötet. Und hier die zu bearbeiten wäre viel zu heftig. Deswegen mache ich das oben am Lenker. Dort ist nämlich so, dass es nur dann jeweils drei Lötstellen sind. So. So, als nächstes lösen wir hier die Spiegel. Bam. Einmal anlösen. Danach machen wir mit der Hand weiter. Upsasa, Unterlegscheibe, komm her. So, und an den Spiegeln sind auch die Blinker fest gewesen. So, und auch wie Ding, einfach Unterlegscheibe rein, zuschrauben und das da Ding dann einfach ab zur Seite. Dasselbe mache ich dann natürlich auch hier. Auf der rechten Seite. So, jetzt fangen wir an hier mit dem 25er Torx diese Schrauben hier oben zu lösen. Und die Schraube hier unten. Kurz den Bildschirm aufgeklappt, damit ich sehen kann, was abgeht. So, das kommt dann ab. So, legt euch alles so hier vorsichtig abdrehen und dann zack, habt ihr den Griff ab. Den brauchen wir voraussichtlich nicht mehr, denn ich habe jetzt was anderes. Und das kann ich euch auch mal zeigen, unbezahlte Werbung an der Stelle. Das sind die neuen Griffe. Das sind Griffe, die haben dieselbe Form wie die Sohle von den Vans, ne? Allerdings braucht ihr für die Fahrerseite die Hülse von euren Originalgriffen. Da müsst ihr dann das alte Ding abkratzen, hier das Gummiding drüber ziehen und auf der linken Seite kommt einfach dann der Gummidrift drüber. Ne? Also richtig nice. Die Idee hat mich übrigens, hallo, sieht man mich hier? Auf die Idee hat mich übrigens der Laurin gebracht. Thank you dafür. Das Einzige, was an dem ein bisschen aufregt, aber das sehen wir zum Schluss, ist, dass die Gasseite ein bisschen dicker ist. So. Wenn wir das haben, hängt ja schon alles halber runter. Dann kommen wir hier rein. War das 30? Ne, auch 27er. So, jetzt machen wir hier. Bam, lösen wir die Armatur. Warte mal, was klatscht hier runter? Okay, nach der ersten Schraube gar nichts. Deswegen lösen wir erst die untere Schraube. So.
wenn wir das haben, nehmen wir die Schraube für den Moment weg. Dann schön die Hand drauf lassen. Genau. Okay, Moment. Schraube wieder rein, was mir gerade einfällt. So. Bevor wir das Ganze machen, ne, müssen wir erstmal. So, ja. Müssen wir erstmal hier unten diesen Sprengring. Ne, da braucht ihr so eine Sprengringzange. So, hier sieht man es, ja. Der muss ab, weil dann. Moment. Denn dann könnt ihr hier den Bolzen rausrücken. Der sichert nämlich den Griff hier, den wir dann easy peasy rein theoretisch gesehen zumindest. Hier rausholen können. Und dann geht es nur noch darum, das Ding hier hochheben und bam, Kupplung lose. So, und dann machen wir das wie geplant. Hier Schraube lösen. So, und dieses Teil würde normalerweise abschmieren. Deswegen halten wir es natürlich fest. Und somit ist die linke Seite eigentlich erledigt. Ne? Erledigt. So. Dann fangen wir mal an, das Jekyll & Hyde Kabel zu ziehen. Das ist das dünnste. Ja. Ich helfe hier unten mit der Hand nach. Moment. Dass ihr das auch so ein bisschen sehen könnt. Schön. Oben ein bisschen ziehen, unten ein bisschen drücken, dass hier das Kabel nicht so geknickt wird. Bam. Soweit flutscht alles, das freut mich. Bevor das hier auf den Boden klatscht, stecke ich es mal in die Tasche. So, und weiter geht dein Party. Ich hoffe, dass am Ende, wenn der Stecker dran ist, dass es dann weiter so flutscht. Aber das wird schon. So, jetzt ist der Stecker da drin verschwunden. Und jetzt geht es nicht weiter. So, dann lassen wir das einfach kurz hängen und ziehen hier das Kabel für die Armatur raus. Und ich sage euch, diese ganze Kabelführgeschichte durch so einen dünnen Lenker, das ist ein Krampf. Das war letztes Mal ein Krampf. Und das wird dieses Mal hoffentlich kein Krampf, weil ich jetzt Lenker umbaue. So, die Armatur. Die stecken wir jetzt wieder hier halbherzig in die Tasche. So, guck mal, easy. Und die Armatur mit dem so rum, mit dem Tempomaten ist ab. So, diese Armatur legen wir natürlich auch zur Seite. Gerade bei mir, ich werde den Umbau wahrscheinlich heute nicht fertig kriegen, wobei man muss gucken, wie ich vorankomme. So, und jetzt ist auch hier drin viel mehr Platz. Hier seht ihr meine wundervolle, qualitativ hochwertige Isolierung. Jetzt ist mehr Platz, jetzt kommt das andere Kabel auch raus und somit haben wir Jekyll & Hyde Knopf, sieht man es, auch ab. So, und den Blinker, den lassen wir für einen Moment hängen. Das mache ich nämlich zum Schluss, löte ich das ab, wenn ich die andere Seite auch angehe. So, auf der rechten Seite dasselbe Spiel nochmal. Obere Schraube lösen. Bam. Untere Schraube lösen. So, bam. Okay, hab sie nicht verloren. Dann die Abdeckung ab. Dann immer Schritt für Schritt alles zur Seite legen, so dass ihr es wiederfindet. Wie gesagt, bei mir ist es so, dass ich je nachdem wie lange ich brauche, heute nicht genug Zeit habe und morgen weitermache. Und da ist es natürlich doppelt belastend, wenn du nicht mehr weißt, wie, wo, was. Wobei das eigentlich nicht so kompliziert ist. Ne? Es ist nur eine fummelige, lange Arbeit. Wo ich es beim ersten Mal gemacht habe, glaube ich, habe ich, wenn ich nicht filmen würde,
5 Stunden. So, ein bisschen lockern hier vorne, aber nicht lösen. Denn wir machen erstmal den Griff ab. Hier. So. Der ist auch ab. Wunderbar. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir hier mit der Sprengringzange reingehen. So, den rausholen. Dann können wir hier den Pin abmachen. Und hier ist ein bisschen einfacher. Einfach den Bremshebel abziehen. Ihr seht schon, das tropft ein bisschen. Das liegt einfach daran, dass die Maschine heute dem wunderschönen Regen ausgesetzt war. Das fand die Maschine nicht so nice. So, und wenn wir das gemacht haben, dann, ich gehe mal auf die andere Seite rüber, dann holen wir ein Spezialwerkzeug hier schon. So, jetzt lösen wir die untere Schraube. Hier müsst ihr halt ein bisschen filigran arbeiten. Und jetzt lösen wir die obere Schraube. Jetzt müsst ihr mit einer Hand hier den Bremsflüssigkeitsbehälter festhalten und vorne die Abdeckung, ne, dass nichts auf den Tank klatscht oder so. So, die Schraube ist ab. So, von dieser Abdeckung habe ich geredet. Ne? So, die Armatur, die hängt sowieso runter. Aber hier der Bremsflüssigkeitsbehälter, den habe ich hier mit so einer alten Corona-Maske fixiert, und zwar genau so. Bam, und schon hängt er weiterhin oben. So, dann legen wir direkt los hier. Als erstes versuchen wir hier den Gashahn rauszuziehen, denn das Kabel ist extrem dick, sage ich euch. Ich schwenke die Kamera ein bisschen um, dass ihr das Ganze im Bilde habt. So, jetzt habt ihr die ganze Lenkerseite im Bild. Ich guck mal, was einfacher geht. Jetzt ziehe ich an dem Bedienelement und das scheint locker flockig rauszukommen. Ich drücke hier die Pins bzw. die Stecker von dem Bedienelement rein. So, und dann ziehen wir hier weiter. Und das kam ohne Problem raus. Oh, eben sehe ich es gerade. Wir haben den Stecker verloren. Der ist jetzt im Lenker. So, nichtsdestotrotz machen wir weiter. So, jetzt ziehe ich hier am Gas. Jetzt sind wir hier am Ende angelangt. Ne, weil jetzt müsst ihr, macht ihr einen Schritt, den ihr so oder so machen müsst. Und könnt gleich die Aktion hier mit erledigen. So. So, ja, hier hängt es. So, jetzt haben wir hier drin im Lenker haben wir den Stecker verloren von der Bedienelement, aber der ist ja hier drin, der ist ja nicht verloren. Ne? So, was wir jetzt machen ist, wir isolieren hier die Blinker ab. Am besten nehmt ihr euch natürlich dafür einen Schrumpfschlauch. Aber ich konnte meinen jetzt daheim nicht finden. Und das hier funktioniert ja auch einwandfrei. So, der nächste Schritt ist es, die Dinger hier hier ist gerade der Stecker rausgefallen von dem Bedienelement, ihr seht's. Den packe ich natürlich gleich auch zur Seite, dass ich das nicht verliere. So, und dann machen wir hier weiter mit dem Löten. So, und damit ist der Blinker auch ab. Den packen wir auch zur Seite. So, dasselbe mache ich natürlich auch hier links, aber das erspare ich euch. So Leute, soweit sind alle Kabel rausgezogen und mir ist jetzt erst aufgefallen, das mit den grünen Seilen hier war ja komplett für den Arsch, weil wir führen ja durch den Lenker gar nichts mehr durch.
Also an der Stelle witzige Geschichte. Aber die Seile brauchen wir gleich trotzdem. So Leute, was wir jetzt als nächstes machen ist, der Lenker ist soweit, es sind alle Kabel gelöst, ne? Und jetzt geht es darum, den Lenker selbst zu lösen. Dafür müssen wir hier unten die zwei Schrauben lösen. Das sind Monster-Torx hier. So, angelöst ist es. Bam. So, ich lege das hier kurz zur Seite. Und dann machen wir hier händisch weiter. Die Schrauben lösen wir jetzt, um die Lichtmaske frei zu bekommen. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum die Kamera jetzt sich bewegt, ich habe natürlich einen Kameramann bekommen. So, jetzt hebt ihr das hier unten leicht an und dann wackelt ihr das vorsichtig raus. Ja, das Gummi ist jetzt drin hängen geblieben. Und eben haben wir es, das kommt hier dran. So, das legen wir dann zur Seite. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Schrauben, die raus müssen, um den Scheinwerfer loszuwerden. Ihr seht schon, hier fehlt eine Schraube. Da hat sich nämlich das Gewinde komplett abgenutzt und da muss ich von Harley-Davidson neu besorgen. So, jetzt kümmern wir uns um die zwei Schrauben hier. Ich glaube, das waren 30er Torx. Natürlich nicht. Das waren 25er. Oh nein, waren das 27er Torx? Ja. Also ich mache gerade mit 25er Torx, weil ich kein 27er habe, aber eigentlich sind es 27er. So, dann legen wir das zur Seite. Lösen hier die Schraube an. Und jetzt machen wir hier im Einhandbetrieb weiter, viele von euch kennen es, und halt mit der anderen Hand den Scheinwerfer. Genau deswegen. So, das Kabel hatten wir ja vorhin gelöst. So, jetzt haben wir hier, habe ich hier eine Dreiviertel Nuss, also es steht Dreiviertel drauf, keine Ahnung. Ihr wisst, diese Zolldinger sind ein bisschen scheißendreckig. Ja, und dann mach nicht so rum, Longer. So, angelockert. Selbe Spielchen hier. Dann haben wir das. So, wenn wir das Ganze gelockert haben, legen wir das schon zur Seite und dann wie vorhin auch wieder im Einhandbetrieb. Hier genau dasselbe. Okay, hier löst sich die ganze Schraube quasi und nicht nur die Mutter, weil Harley Davidson hat hier sehr hochwertig gearbeitet. Hier ist keine lange Schraube, sondern eine Schraube mit Doppelgewinde und hier eine Mutter zum Festziehen. So, und das Ding machen wir gleich mit der Zange weg. So, ihr wisst, meine Werkstatt ist extrem gut ausgestattet, deswegen machen wir es hier mit der Rohrzange. Bruder! So. So, und somit haben wir den Lenker gelöst und den schicke ich zurück in der Hoffnung, dass sie es auch zurücknehmen, weil wie ihr wisst, war der ja schon verbaut. So Leute, jetzt haben wir den anderen Lenker abgenommen, ihr habt ihn gesehen und hier haben wir den neuen Lenker. Das ist 1:1 derselbe, wie gesagt, bloß dass der Pullback hat, der ist nach hinten gezogen, ne? Und ich habe euch ja das Problem am Anfang erzählt mit dem anderen Lenker. Ansonsten war ich wirklich sehr zufrieden mit der, Haltung bei dem. Jetzt machen wir hier vorsichtig die Tesafilm-Dinger ab. Ja, nicht in den Lack vom Lenker. So, machen wir on the other side weiter. Na, ich packe den Lenker aus und dann hole ich euch zurück. So Leute, und das ist der Lenker. Der ganze Grund, warum es gewechselt wurde, diese Biegung. Wir gehen mal rüber zu dem anderen, dass ihr das auch 1:1 seht. Ne? Vorsichtigst. So, von vorne. Wirklich 1:1 derselbe Lenker. Und hier, das ist der Unterschied. Sieht man, ne? Die Biegung und das andere, ja, wunderbar. So, dann legen wir den, wie gesagt, vorsichtig
zurück. So Leute, jetzt habe ich hier Loctite drauf gemacht. Schieb die Schraube durch in den Lenker. So, handfest, ne? So, das reicht schon. Dann schnappe ich mir die andere Schraube. Die kriegt auch ein bisschen was von der blauen Liebe. So, und dann hauen wir beide Schrauben in den Lenker rein. Muss nicht fest sein, weil am Ende machen wir das mit dem Drehmomentschlüssel. Ich würde sagen, einfach aufgrund der Schraube, also ich würde sagen so 70, 80 Newtonmeter, aber wahrscheinlich reicht dann auch die Hälfte schon. Ich stelle es mal auf 70 Newtonmeter, aber ich bin mir sicher, wahrscheinlich reicht schon so 50 oder so. Aber ich will ja nicht abschmieren beim Bremsen oder so. So, lass mal den Lenker ein und... Ne, brauchst nicht löchern. So, die eine Seite haben wir. So, jetzt haben wir den Lenker fest. Und jetzt kommt der richtig spaßige Teil. Und zwar müssen wir hier durch die Löcher die Kabel durchführen. Und das wird fucking spaßig. So Leute, ich habe mir jetzt an das Seil hier eine Schraube angeschraubt. Und nutze einfach für diese Seite die Schwerkraft. Die Frage ist, wie machen wir es auf der anderen Seite? So, rein da. Das war ein Loch zu früh. Ob jetzt machen nicht diese. Okay. Ach du Kacke. Guck mal, nur wegen der Kamera, Tame. Ich hatte das schon geschafft. Jetzt sind wir am Arsch. Das Ding hat sich... Also Leute, ihr habt es vorhin gesehen. Riesen Abfuck, Alter. Ich habe das einmal hier durchgemacht. Hat wunderbar funktioniert. Dann dachte ich mir, mach es wieder ab. Um das auch den Leuten auf der Kamera zu zeigen, wie du es gemacht hast. Und auf einmal verkantet sich diese Dreckschraube genau hier drin. Ne? Also richtig Schmutz. Daran siehst du, billiger Lenker, billige Verarbeitung. So, dann habe ich den Lenker abgemacht, umgedreht. Und es macht einfach... Also wunderbar. Also ich empfehle euch, dafür gehen wir mal hier nach hinten. Wir machen das zur Seite, damit der Lenker keine Kratzer kriegt. Ich empfehle euch, hier abgebaut, den Lenker abgebaut, Schraube rein. Da seht ihr, sie kommt schon raus, ab wieder rein mit ihr. Dann weiter runter und jetzt könnt ihr den Lenker leicht neigen, damit die Schraube, ihr seht, das Ding hat sich von alleine geklärt. Dann legen wir den Lenker kurz dahin, schnappen uns ein neues Seil und suchen unser Cuttermesser. Okay. So, eigentlich, so ich mache es jetzt so, ich bind das Seil hier, Moment, ich ziehe das hier nochmal fest. Oder auch nicht. Zum Beispiel jetzt kannst du auch ein bisschen näher hier rankommen, weil ich arbeite gerade hier und nicht dort. So, jetzt habe ich hier mein zweites Seil. Mach hier die Schraube ab. Leg das kurz zur Seite. Und mach mir hier einen Knoten. Mach mir hier so einen Loop quasi, einen Kreis. Damit das Ding auf jeden Fall drin bleibt und nicht irgendwie ein Ende aus Versehen rausrutscht. Und so jetzt habe ich hier ein geschlossenes System, sage ich jetzt mal, und kann so das Ding einfach die ganze Zeit unendlich durchziehen. Dann schnappen wir uns das nächste Ding, schnappen uns wieder die Schraube. Wenn ihr was Kleineres habt als die Schraube, ne, dann nehmt ruhig das, weil die Schraube ist schon, hat schon eine Form, wo man sagen kann, ja, die wird hängen bleiben. Also wenn ihr was Passenderes habt oder wenn ihr allgemein eine bessere Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann können andere Leute sich das vielleicht auf eine bessere Art und Weise abgucken. So, und dann wieder vorsichtig die Schraube hier rein. Wir wollen ja den Lack nicht zerkratzen. So, die Schraube ist jetzt hier an dem Loch durch.
Das ist der Punkt, wo wir das Ganze so ein bisschen neigen. Schieben das weiter durch. Oh, jetzt die Schraube hier unten rausgekommen. Ziehen wir die zurück. Neigen das Ganze noch ein bisschen mehr. Ah, die Schraube hat schon kurz Hallo gesagt. So. Und da ist die Schraube draußen. Dann lösen wir hier den Knoten wieder. Bam. Ab damit. Und schließen hier wieder unseren Kreislauf. Bam. Also wie gesagt, ich wiederhole mich, aber es gibt wahrscheinlich bessere Lösungen als dieses Seil. Aber beim letzten Mal hat es auch funktioniert. So, dann schnappen wir uns hier die Dreiviertel Nuss und die zwei Schrauben und gehen wieder vor ans Bike. So, dann schnappen wir uns hier die Schrauben, führen die vorsichtig von unten rein. So, Lenker gerade halten und die Schraube ein bisschen reindrehen. So, dann machen wir dasselbe hier mit der anderen Seite. Und wenn das Ganze so weit fixiert ist, dass der Lenker nirgendwo mehr hin kann, schnappen wir uns das Teil hier und drehen die Dinger zu. Wunderbar. So Leute, jetzt sind wir genau da, wo wir vor dem ganzen Fuck-up waren, mit der Schraube hier verkanten. Also ihr seht, übrigens, heute ist ein komplett neuer Tag, es sind 2-3 Tage vergangen, weil Arbeit dies, das. Ihr seht, es ist viel mehr Arbeit, als im Video rüberkommt. Also für alle, die keine Lust auf Kopfschmerzen haben, geht in die zur Werkstatt. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt, so Rhein-Neckar-Raum und so, auf jeden Fall Harley-Davidson Rhein-Neckar kann ich euch nur empfehlen. Und lasst es anständig machen, statt es selbst zu verfuschen. So, und jetzt geht's dran, die ganzen Armaturen wieder festzumachen. Ihr seht an den Schweißperlen an meiner Stirn, das war irgendwie ein Krampf bei dem Lenker, also als ob das nicht perfekt rund wäre, aber das Ding ist drin, wie man hier schön sieht, und schnallt schön zurück, Kabel ist draußen, alles wunderbar, aber der Lenker ist drin nicht gut verarbeitet, das muss ich an der Stelle sagen, no front an der Stelle. Der Lenker hat ja auch nur 290 Euro gekostet, also es ist mit Gutachten oder ABE, ich weiß es nicht. Das ist der Buildwell Tyson XL und für den Preis mit ABE und Gutachten kann man nichts sagen, aber macht euch auf Arbeit gefasst. Am besten gibt ihr es ab und der Händler ist schuld, wenn was kaputt geht, also scheiß drauf. Wobei die wahrscheinlich ihre Mittel und Wege haben werden. Genau, jetzt kommt das Bedienteil für die rechte Seite. Ich meine, genau so läuft es mit dem Bedienteil auf der linken Seite, dem Blinker hier, Blinker links. Und dann haben wir alle Sachen drin. Ich hole euch zurück, wenn ich alles durchgeführt habe. Das ist ja eigentlich selbsterklärend. So Leute, ich habe es mir diesmal einfach gemacht. Habe so Klemmdinger benutzt, genauso wie hier drüben auf der linken Seite. Und habe das dann komplett hier mit weißem Isolierband nochmal umwickelt. Einfach, dass die Dinger da nicht, ich sag mal, schutzlos im Lenker rumschwirren. Dasselbe machen wir jetzt hier auch nochmal. Im Grunde ist das nicht nötig, rein vom Ding her. Also die Kabel sind schon isoliert und so, aber sicher ist sicher. Ne? Wenn ihr es schön haben machen wollt, dann nehmt ihr hier schwarzes Band und nicht weißes Band. Oder wenn ihr es richtig perfekt machen wollt, dann kürzt ihr die Kabel, nehmt Schrumpfschläuche und dann habt ihr eigentlich in meinen Augen wirklich das Optimalste, wo wirklich niemand, ich mache hier oben nochmal zu, und niemand was Negatives dazu sagen kann, weil das ist eigentlich die perfekte Lösung. Dass ihr die Kabel kürzt, Schrumpfschläuche nehmt und dann ist alles babene. So, alle Kabel sind soweit durch. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen hier den Bremsflüssigkeitsbehälter und beschützen ihn hier von der alten befreien ihn von der alten Corona-Maske. Ich gucke gerade, das hier kann man ein Stück weiter rausziehen, dann kommen wir hier mit dem Ding und nehmen das Gegenstück hier, halten es dran, dann nehme ich mir hier Schraube Nummer Uno, drehe die ein bisschen rein, Schraube Nummer Duo, jetzt muss ich ausrichten, jetzt, nee,
jetzt aber. So, und dann das Ganze ein bisschen fester ziehen, aber noch locker flockig lassen. Ne? Unten genau dasselbe Spiel. Immer darauf achten, dass nichts auf den Tank abschmiert. Das wird nämlich sehr teuer. So, jetzt haben wir hier den Sprengring. Den setzen wir wieder hier unten an den Bolzen. Das ist ja wie immer selbsterklärend. So, das hat wunderbar funktioniert. Und als nächstes schnappen wir uns unseren neuen Griff. Wie gesagt, da habe ich hier, ne, so Vans, das sind einfach so Gummidinger. Für die rechte Seite müsstet ihr die Hülse von eurem Originalgriff nehmen. Einfach hier mit einem Cutter reinschneiden, original abziehen und dann das hier drüber. So. So, das Kabel hier für den Blinker, das schieben wir hier ein bisschen rein. Dafür ziehe ich auch hier unten, ne, das Kabel ein bisschen zurück. So, den Blinker haben wir reingemacht. Das passt soweit. Wenn ich das hier festmache, ist das Kablo. So, so, das Blinkerkabel habe ich jetzt verstaut. So, halte ich nochmal dran. Das müsste soweit funktionieren. Dann kommt hier. Das Ganze greift hier so ein bisschen ineinander. Da müsst ihr gucken, wenn ihr da dran seid. Das Ganze greift hier so ein bisschen ineinander, müsst ihr gucken, wenn ihr da dran seid, so, dass er das einigermaßen macht. So, wenn ihr den Bremshebel eingesetzt habt, dann müsst ihr hier ein bisschen fummeln, das ist eigentlich relativ easy. Dann wackelt hier ein bisschen rum, drückt den Bolzen rein, bam. So, dann nehmt ihr euch, wo habe ich es hingelegt? So, dann nehmt ihr euch nochmal hier T25 zur Hand, fixiert es so ein bisschen ganz locker flockig, dass es nicht mehr rumwabbelt. Und dann sind wir wieder beim Thema hier Sprengring. Schnappt euch den Sprengring und der wird dann hier unten festgemacht. Das ist auch selbsterklärend hier, um den Bolzen zu sichern. Und dann seid ihr soweit fertig. Dann schnappt ihr euch hier die Abdeckung. So, bevor wir alles zumachen, hier, ne? Easy. Es verunsichert mich immer hier, dass der Griff so wackelt. Aber es scheint alles zu passen. Dann schnappen wir uns vorerst schon mal hier. So, dann schnappen wir uns schon mal hier vorerst den Spiegel und führen hier das durch den Blinker. Und dann dadurch, bam, dass wir den Blinker auch, dass er da unten nicht rumhängt. So, das richten wir danach später aus. So, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, deswegen habe ich es nochmal gelockert, aber der Griff ist richtig drin. Dementsprechend heben wir das so ein bisschen an und ziehen die Schrauben nochmal fest. Aber nicht ganz fest, nur locker. Später müssen wir noch beide Seiten relativ ausrichten. Dann schnappen wir uns natürlich noch die Schrauben hier. Da kommt auch hier, zack, die Schraube rein, um die Abdeckung festzumachen. Bam. Und von unten, wie gesagt, das werdet ihr dann sehen, genau dasselbe Prozedere. So Leute, dann schnappen wir uns hier das Jekyll and Hyde Teil und das, wo die Kupplung dran kommt. Halten das so zusammen, wieder mit der Schraube ein bisschen so, dasselbe natürlich mit der unteren Seite, ein bisschen festziehen.
So, oben machen wir dasselbe. Alles noch schön locker flockig. So, jetzt ist es fest, hat aber noch Spiel. So, da muss ich selber gerade mal schauen. So, und dann Blinker. So, dann schieben wir erstmal den Blinker hier rein. So. Und dann zack, ungefähr so. Hier ziehen wir auch an dem Kabel, dass es richtig da dran ist. Hier ist extra so ein Schlitz, das werdet ihr dann sehen, wo alle Kabel rein können. So Leute, dann schnappen wir uns hier den Gummigriff und stülpen den. Drüber. Also ihr merkt schon, das ist definitiv. So, dann haben wir hier den Griff dran. Das ist ein Krampf für sich. Ich lasse den jetzt mal so. Es scheint nicht irgendwo hinzugehen. Also ist schon safe hier, dass es rausploppt. Also würde ich jetzt sagen, ich klebe das in diesem Fall nicht fest. Und hoffe, dass bei irgendeiner Kurvenfahrt da gar nichts schief geht. Weil sonst wird es relativ unangenehm. So, ich hole mir die Armaturabdeckung hier. So, die Kabel sind schön. So, die eine Schraube hier und die andere Schraube wie auf der anderen Seite auch von unten. So, dann führen wir hier die Kupplung wieder ein, stecken hier auch das Teil wieder rein, bam, und jetzt Kupplung rein da, bam, und schon haben wir das so weit. Dann wieder von oben der Bolzen, der guckt unten raus, und dann wieder hier natürlich die Sprengring-Action, ne? Ihr wisst Bescheid. So, als nächstes schnappen wir uns hier auch den Spiegel. Kommen hier von unten rein. Achten dabei, dass wir den Blinker mitnehmen. So, diese Distanzscheibe rein. Und die Mutter drüber. Das fixieren wir später. So. Genau, soweit. So gut. So Leute, ich muss natürlich auch den. So Leute, ich muss natürlich auch den Scheinwerfer wieder anstöpseln. Deswegen. So, Kabel hier hinten rein. Und den Scheinwerfer hier. Festschrauben. Wie gesagt, die dritte Schraube, die muss ich dann bei Harley Davidson nachholen, nachbestellen. Vielleicht ist es auch irgend so eine Standardschraube, die sie eh unten liegen haben. Und dann besorge ich mir die. So, hier fest. Bam! Hier auch. Ich werde mir jetzt die Tage die dritte Schraube besorgen und dann ziehe ich alle drei Schrauben. Oder ich mache es lieber jetzt. So, bam, nicht zu fest ziehen. Das sind kleine Schrauben. So, bombenfest. So, dann schließe ich jetzt, wo haben wir das Kabel, hier den dicken Oschi am Scheinwerfer an, beziehungsweise am dazugehörigen. Bam.
So, bevor ich jetzt hier alles zumache, checke ich nochmal, ob überall die Kabel angeschlossen sind, alles schön geklippt ist. Und wenn ja, dann probieren wir den hier. Achtung! Das ist ein Problem. So Leute, richtig reingeschissen. Ich habe alle Kabel angeschlossen, so wie sie es gehört. Ne? Also ihr erkennt da jetzt eh nichts dran, aber es ist alles richtig angeschlossen. Und dann wollte ich kontrollieren, ob die Hauptsicherung durch ist. Zieh an dem Ding und bam, geht der Alarm los. Was soll ich sagen? Jetzt ist gerade Ruhe. Ich weiß nicht, ob diese 9 Volt Batterie, die den Alarm speist, leer ist. Ist ja auch wieder 3 Jahre alt. Oder ob... die kurz Pause macht, ob Harley Davidson, ich dachte ganz ehrlich, wenn nach 5 Minuten das Piepen nicht ausgeschaltet wird, dann ist die Maschine eh schon geklaut, bringt eh nichts mehr weiter zu piepen. Ich bekomme jetzt Hilfe von Benny, der hat Ahnung, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Richtig korrekter Typ, dass er um die Uhrzeit, es ist jetzt 8:30, Alter, abends, dass er vorbeikommt und es abcheckt. Ansonsten ist alles fertig, also normal müsste sie, wenn ich Killswitch hier anmache, hier, Moment. So, müsste sie angehen, aber es passiert gar nichts, also habe ich irgendwas falsch gemacht. Wir warten einfach auf ihn und dann schauen wir mal. Also, ihr seht, es ist echt nicht, also ich bin gerade echt also ich bin angepisst. Ich habe alles richtig gemacht, theoretisch, aber leider. Also wir sehen gleich, was am Ende dabei rumkommt. Hier raus. So Leute, ich laufe hier mit der Kopflampe rum, weil in meiner Garage ist leider kein Licht. Ne? Ihr seht gerade, Benny, the one and only, der Bruder hat Ahnung. Der Retter in der Not ist gekommen und hat, checkt jetzt gerade. Und dann schauen wir mal, ob er den Fehler findet. So Leute, das Problem war brutal easy, aber ich möchte mich nicht selbst beleidigen. Und zwar war der eine Pin dadurch, dass hier ein bisschen gelockert hat, als ich durch den Lenker gezogen habe, war der nicht richtig drin in dem Plastikding da vorne. Wie nennt man das Plastikding? Clip. Ja, in dem Clip richtig drin. Und jetzt machen wir Zündung an. Digga, seine Fahrt hat gefühlt 172 Mal länger gedauert als die Lösung. Mann, du. So Leute, da bin ich wieder. 2 Stunden später. Richtiger Struggle, aber alles funktioniert. Ich zeig's euch hier mal. Ne, funktioniert alles. Hier die Blinker gehen, alles wunderbar. Also und zwar war es so, dass ein Pin von dem Stecker raus ist, als ich durch den Lenker gezogen habe. Was nicht so schlimm ist, wie ich vom Kollegen erfahren habe. Weil bei manchen Lenkern, wo das Verlegen der Kabel eh voll der Struggle ist, da werden eh diese Stecker abgemacht, damit es besser durchflutscht und so. Der Stecker ist jetzt wieder drin, alles wunderbar. Und wie ihr gesehen habt, funktioniert alles. Aber ihr habt gesehen, ne, ich zeige sowas auch extra, wenn sowas passiert, dann es ist halt nicht so easy. Ne? Es ist alles schon sein Geld wert, wenn man das Ganze machen lässt. Man hat keine Kopfschmerzen, ist alles anständig gemacht und alles wunderbar. Aber wenn ihr Bock habt, wie ich, das selber zu machen, dann es macht schon Spaß. Auch wenn, als diese scheiß Schraube da hängen geblieben ist, hat mich ziemlich abgefuckt diesmal. Also alles in allem hat es mir schon Spaß gemacht. Wenn ihr es nachmachen wollt, natürlich auf eigene Gefahr. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, gebt es in der Werkstatt ab. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und ciao.